Jo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge, Freunde. Im letzten Part haben wir die Eiseninsel bezogen mit diesem Team hier. Ihr könnt es sehen, Freunde. Und ja, in dem Part werden wir, bevor wir die Arena herausfordern, habe ich was vergessen. Und zwar werden wir in dem Part die Feurühütte besuchen, Freunde. Bei der Feurühütte haben wir noch die Chance, einen neuen Encounter zu fangen. Das habe ich komplett ausgeblendet. Und da gilt dann wieder die Sonderregel, dass wir Starmie mit ins Team nehmen können für die Feuerröte, die paar Trainer besiegen können, natürlich ohne Starmie. Das gilt dann als zusätzliches Training, Freunde, weil ich habe einfach Angst, dass wir von den Arena-Leiter jetzt einfach besiegt werden, Freunde. Und deswegen, wie gesagt, werden wir erstmal Ditto ablegen und das Ei. Das Ei habe ich jetzt noch nicht zum Schlüpfen gemacht, werde ich in den nächsten Parts irgendwann machen, Freunde. Also keine Sorge und fahren jetzt erstmal zur Feuerröte. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Und so, bewegen. Wir haben noch natürlich den Meisterball, Freunde. Den können wir natürlich irgendwann einsetzen, wenn jetzt zum Beispiel eine Vollröte uns ein legendäres Pokémon begegnet. Was ich nicht glaube, aber es kann natürlich sein. Es kann immer sein, dass uns ein legendäres Pokémon begegnet. Ich glaube, wir haben schon mal 3 oder 2 legendäre Pokémon. Sind uns schon begegnet im Laufe der Story, Freunde. Und hier in Elises war das. Ne, Flori, Freunde, nicht Elises. Und was wir danach noch machen, nach der Vollröte, bevor wir den Arena da rausholen, dann werden wir, ich rede ein bisschen schnell, kann das sein, die TM Feuersturm holen, Freunde, für unser Max. Und haben wir eine starke Feuerattacke auf dem Max. Das ist natürlich richtig geil. Und hier geht's auf zur Feuerröte. Und da werden wir 9 Encounter fangen, Freunde. Oh, ein Celebi. Hat aber eine Vierfachschwäche gegen Käfer, Freunde. Deswegen wird der Silber auch nicht reichen. Und wir kriegen den Boost, was uns aber überhaupt nichts bringt. Ich will die APs von Silber auch nicht verschwenden. Deswegen bin ich hier auf Fliegen gegangen. Oh mein Gott. So, Freunde. Hier ist die Feuerröte. Der Encounter. Für diese Route, lass es etwas Geiles sein. Wird sein. Ein Slimog haben wir schon, Freunde. Das heißt, wir dürfen nochmal suchen. Slimog haben wir natürlich schon. Ja. Wird sein. Ein legendäres Pokémon, ein legendäres. Ein Zapdos. Zelos, tief durchatmen. Oh mein Gott. Freunde. Wir versuchen natürlich erstmal Zapdos mit dem Flottball zu fangen. Wenn es nicht klappt, holen wir Zapdos uns mit dem Meisterball, Freunde. Zapdos ist ein richtig, richtig geiles Pokémon. Und ich weiß direkt schon den Spitznamen. Ich weiß, ich glaube, es möchte keiner mehr nach einem Elektro-Pokémon benannt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber Freunde, ich möchte jetzt einfach mit einen Spitznamen geben, den es Ole schon geben wollte, Freunde. Nämlich Laxus. Oder Enel. Enel oder Laxus, ihr kennt wahrscheinlich beide. Enel von One Piece und Laxus von Fairy Tail. Boah, Freunde, ein Zapdos. So, Flottball. Zapdos weiß nicht, ob es gut ins Team war, aber Zapdos ist defensiv, Freunde. Es kann defensiv offensiv sein. Nee, Zapdos werden wir nicht fangen. Wir werden nur Zapdos fangen, Freunde. Donnerwelle. Okay, ich glaube, Zapdos hat Donnerblitz drauf. Und hätte ich aufpassen müssen. Ich Idiot. Warum lasse ich Jesse drin gegen Zapdos? Wir hätten in Ole gehen müssen. So, wir gehen jetzt auf Meisterball, Freunde. Das ist mir egal. Wir nutzen jetzt den Meisterball und fangen das legendäre Pokémon Zapdos, Freunde. Auch wenn es nicht so krass ins Team passt, aber ich liebe Zapdos. Es ist ein legendäres Pokémon. Es ist richtig bulky, ob offensiv und defensiv. Und ich hoffe einfach, es wird ein defensives Wesen haben. Weil wir brauchen etwas Defensives im Team. Vielleicht speziell defensiv wäre Zapdos richtig geil. Aber physisch defensiv natürlich auch. Für Zapdos wurde ein Pokédex-Eintrag eingelegt. Es ist ein legendäres Pokémon. Wie geil ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das im Gewitterwolken leben soll. Es kontrolliert Blitze, Freunde. Ich liebe Zapdos. So. Wir werden Zapdos, wie ich angesprochen habe, Laxus nennen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich wusste jetzt nicht, ob noch jemand nach einem Elektro-Pokémon oder Flug-Pokémon benannt worden möchte. Aber wenn, tut's mir leid, dann werdet ihr beim nächsten Pokémon so benannt. Aber ich wollte einfach dieses Pokémon jetzt Laxus nennen. Oder Enel? Laxus oder Enel? Enel. Na komm, wir nennen es Laxus, weil ich wollte eigentlich Ole Laxus nennen, aber... Ja, ist okay, da habe ich drauf verzichtet. Aber jetzt möchte ich wirklich nicht drauf verzichten, Freunde. Ich hoffe, es ist okay für euch. So, ich nenne dieses Zapdos jetzt Laxus. Und wir schauen uns Laxus natürlich an, Freunde. Oh mein Gott. Frech ist ein Plusangriff minus Init, glaube ich. Oh Gott. Hat aber gute Werte, Freunde. Ich finde, ja, er hat gute Werte. KP ist ganz gut, ordentlich. Angriff ist natürlich auch gut. Wir haben Pflücker, Freunde. Da ist Angriff richtig gut. Wir haben nicht den Donnerblitz. Okay, wir haben den Donnerblitz nicht. Das heißt, wir können gleich, wenn wir Akali Feuersturm holen, können wir Zapdos direkt Donner holen, Freunde. Und das ist natürlich richtig geil. Pflücker lassen wir natürlich drauf. Antikraft ist natürlich richtig geil. Donnerwelle ist cool. Scanner ist natürlich auch ganz gut. Was wisst ihr, was wir brauchen? So ein Item, sowas wie Überreste, Freunde. Das brauchen wir unbedingt. Und, ach, ich glaube hier, nein, gehen wir hier gleich hin. Oder gab es hier noch ein Item? Da unten gibt es noch Beeren, Freunde, die holen wir uns auch gleich. Aber ich möchte erstmal gucken, nee, gibt es nichts, oder?
Oh, Freunde, wir haben einen Zapdos, ein legendäres Pokémon. Da musste ich einfach den Ball werfen. Gab's hier was? Nee. So, Freunde, wir werden Zapdos hier auf jeden Fall jetzt drin trainieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und, haben wir noch irgendeine gute Beere? Weil wir haben die, wir haben keine, haben wir ein Item, was Elektro-Attack verstecken? Nee, ich glaube nicht, ne? So, wir können Zapdos, die Prunusbeere, Aprikoroselbeere. Geben wir Zapdos die, nicht einsetzen. Geben wir Zapdos die Prunusbeere, Freunde. Nicht einsetzen, Zelos, das machst du. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich Zapdos Luxus genannt werde. Ich wollte unbedingt Luxus und der Elektro-Pokémon nennen. So. Nein, das mache ich. Aber wir hätten die... na komm, wir geben Luxus erstmal die Prunusbeere. Oder können wir noch irgendwas anderes geben? Hack Attack! Ja, komm, gehen wir Hack Attack. Gehen wir Hack Attack, Zapdos. Für Pflücker, Freunde. So. Und natürlich brauchen wir jetzt einen Paraheiler oder sowas. Haben wir sowas? Hyperheiler. Komm, gehen wir. Oder haben wir eine Beere, die, Paralyse, ja, perfekt. Oh, komm. Oh, Freunde, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass wir einen Zapdos haben. Jetzt haben wir bestimmt gute Chancen gegen einen Arena-Leiter, aber wir müssen natürlich Zapdos trainieren, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hier gibt es auch keine Pokémon drin. Ein Zapdos, Freunde, ein Zapdos. Zapdos hätten wir, lasst mich nicht lügen, aber wir hätten Zapdos nicht gefangen. Ich glaube, wir hätten Zapdos nicht mit dem Ball gefangen, deswegen war Meisterball eigentlich schon okay. So, wo sind denn hier Trainer? Hier ist ein Trainer. Ich arbeite in der Gießerei, da bin ich heiß und fertig. Ich meine heiß und... schwitzig, hat er gesagt? Ich meine, hat er schwitzig gesagt, Freunde? Gehen ja auf Pflücker. Amnesie. Kannst du gerne machen. Und das war's für Felino. Bleiben hier drin, Freunde. Hopsos. Killen wir mit Pflücker. Einfach mal ein One-Hit durch die Hack Attack, Freunde. So. Hier gibt's ein Item. Lass bitte was Geiles sein. Unten gab's noch Giftschleim, Freunde. Gar nicht so schlecht für Slimog. Unten gab's natürlich noch Beeren, also vor der Vollröte. Die holen wir uns natürlich auch noch. Keine Sorge. Ich glaube, da gab's sogar einen Citrusberry, habe ich gesehen. Und erstmal werden wir die Feuerhütte bezwingen. Zeus hat Lucky Punch. Was ist Lucky Punch, Freunde? Was ist Lucky Punch? Item, das von Chanera gesagt werden kann, diese Handschuhe erhöhen die Volltrefferrate von Chanera. Was ist das denn bitte für ein Item? Gibt's auch mal geile Items, die wir hier finden können, Freunde? Ey, ohne Witz, ne? Ohne Flachs. Oh shit, hier ging's... gar nicht lang. Muss aber gucken, wie ich den Weg hier finde. So, hier ging's lang. So. Oh, nee, doch, hier. Hier ist der Trainer, Freunde. So. Wir bekommen hier in der Vollröte nicht oft Besuch wie dich. Und lass uns zur Feier des Tages kämpfen. Können wir gerne machen. Ein Dodri. Ein Dodri, Freunde. Wir haben jetzt nur leider keine Elektroattacke. Wir gehen, aber wir haben die Antikraft. Fuhlschlag macht viel. Und die Antikraft reicht. Das war ein Crit, ne? Wo ihn genau, Freunde? Oh mein Gott. Wisst ihr noch, wohin gehen wir? Konter und Wegsperre? Nee, wir müssen hier raus. Gegen was können wir... Wir haben Silberhauch auf Jesse. Und da werden wir jetzt drauf gehen, Freunde. Wie outspeeden. Es hat den Spiegelkolb! Das gibt es nicht! Ich dachte, es hätte Konter und Wegsperre. Es hat den Spiegelkolb. So, Ole killt es aber jetzt mit Knirscher. Oh mein Gott, Jesse, nein. Aber Freunde, wir haben jetzt zum Glück ein Flug-Pokémon noch, sonst hätten wir jetzt kein Flug-Pokémon, aber Jesse wäre so wichtig gewesen. Jesse wäre so wichtig gewesen, Freunde. Immer das Gleiche, Freunde. Immer, wirklich, immer das Gleiche. Wir verlieren jedes Pokémon. Beziehungsweise ein Pokémon pro Part, mindestens. Und uns steht noch der Arena-Leiter bevor. Oh nein, Jesse. Jesse. Fuck, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich konnte einfach nichts machen. Spiegelkämpf, wohin genau? Will es mich natzen? Muskelband. Aber es hat einfach gereicht, ne? Bei voller KP von Jesse. Schau mal, Muskelband hätten, glaube ich, hatten wir schon. Ne, hatten wir noch nicht. Muskelband. Dieses Stirnband verstärkt physische Attacken. Ja, Ole. Ole. Wolkentafel ist genauso wie Hack Attack, oder? Freunde, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schauen, ob Wolkentafel sind. Hätten wir Wolkentafel Zapdos gegeben, aber ich glaube, das ist genau das gleiche. So, hier geht's, glaube ich. Nee, hier geht's nicht lang, aber hier geht's lang.
Jesse, aber wir haben Zapdos von dir, haben ein Flug-Pokémon noch, also das ist ein Verlust, den wir vielleicht besser hinnehmen konnten, als wenn jetzt zum Beispiel Max oder sowas verstorben wäre. Hirntafel. Die Tafel hätten wir für Jesse gebraucht. Natürlich bekommen wir immer so Items, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Können wir hier lang? Hier können wir lang. Boah, was ist das für ein Weg von? Da gibt es ein Item da oben. Da gibt es auch noch ein Item. Safari. Was wollen wir mit einem Safari-Ball? Freunde, wie kriegen wir dieses Item da oben? Ah, hier. Ah, okay. Nein! Oh. So. Bitte lass was Geiles sein. Prunosphäre, okay. Zitosphäre haben wir noch vor der Feuerhütte, das ist schon mal gut. So. Jetzt müssen wir hier runter. So, und jetzt müssen wir gucken, Freunde. Wo können wir hier lang? Shit. Hier kommen wir direkt raus. Da können wir dahin. Da können wir... Also oben können wir nicht hin. Wir gehen hier mal in die Mitte. Nee. Gehen wir mal hier hin. Ja. Genau. Komm, lass ein geiles Item sein. Metallmantel. Okay, verstärkte Stahlattacken natürlich. So, was hast du für uns? Nerven dich die Bewegung der Bodenplatten schon? Hä? Was möchtest du, Magbrand? Oh Gott. Wir haben keine Bodenattacke auf Slice, aber wir besitzen Feuerattacken, Freunde. Und deswegen können wir in Slice gehen. Bitte. Drachenklaue mit Drachenzahn. Oh, zum Glück hat er keinen Burn bekommen. Aber jetzt bekommt er einen Burn, aber Feuerschlag reicht trotzdem. Ey, das gibt es nicht. Ohne Flachs, das gibt es nicht. Ist das noch ein Trainer, Freunde? Nee, das ist kein Trainer, ne? Herr Furio, nun hallo. Ich bekomme hier noch nicht oft Besuch. Ich versuche die Arbeit hier zu verbessern, nämlich Bodenteile einsetze, die ich bewege. Aber nicht jeder ist wirklich glücklich darüber, sie zu sagen, die Bodenteile machen einen schwindelig. Nun, ich sollte hier nicht die Ohren voll jammern. Hier ist ein Andenken als Besuch. Sternchen. Ich dachte, wir bekommen jetzt Flammenwurf. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, bitteschön. Was? Ah, okay, nee, wir bekommen. Lass es hier ein geiles Item noch sein, Freunde. Blizzard! Oh, Blizzard können wir auch so kaufen. Oh. Oh mein Gott. Aber wir haben Zapdos, Freunde. Das ist natürlich richtig geil. So, jetzt fahren wir, jetzt fliegen wir natürlich noch hin, wo wir Donner und Feuersturm bekommen. Und dann geht's auf in die Arena, Freunde. Die Arena schaffen wir auch noch. Okay, wir holen erstmal uns die Bären hier. Oh, hier gab's noch ein Traumagil gegen Alaxus. Oh, wir hätten auf Pflücker gehen können. Aber egal, passt schon. Wir müssen Alaxus trainieren, Freunde. Wir müssen Alaxus trainieren. Das darf ich nicht vergessen. Wir haben immer noch kein Level erreicht. Für die Arena müssen wir Alaxus trainieren und dann bleiben wir hier einfach mal direkt und trainieren hier ein bisschen, Freunde. Das ist einfach wichtig. Das ist einfach wirklich wichtig gegen Slimer. Können wir Alaxus natürlich auch gut trainieren. Schlammbad hat keine Wirkung, ist sie daneben gegangen. So. Natürlich ist ein freches Wesen nicht gut. Minus Init plus Angriff, aber... Mein Gott. Nee, macht nicht viel Schlammbad. Alaxus ist richtig geil, Balki, Freunde. Ich hab's ein Panferno. Pflücker. Oh, zum Glück. Wir müssen aufpassen hier. Vielleicht finden wir hier nochmal ein Zapdos. Tohaido gab's hier. Oh, ein Wasser-Pokémon wäre auch richtig cool. Und jetzt haben wir natürlich kein Ding. Es könnte den Eiszahn packen. Es könnte den Eiszahn haben. Knirscher. Tschüss. Rauhaut. Oh Gott, die Rauhaut, Freunde. Traunfugil, okay. Pflücker. So, wir müssen jetzt kurz Alaxus heilen. Ja komm, ein Level machen wir noch, dann gehen wir weiter. Aber ich habe immer Angst, Freunde, wir sind immer noch ziemlich unterlevelt für die Arena. Sind wirklich ziemlich unterlevelt noch. Traunfugil, kannst du gerne machen, Traunfugil. Willst du mich natzen? Nee, nee. Kein Bock auf deinen scheiß Leitteiler. Zapdos, Freunde, Zapdos. Ole.
Funksprung. Flücker, ja, perfekt. Oh, doch, Flücker resisten wir. So, Luxus reicht mit 32 und Ole, so, jetzt gehen wir zum Kaufhof, Kaufhaus. Oh, Freunde, wir sind immer noch ziemlich unterlevelt, aber wir können ja noch ein paar, wir haben noch ein paar Trainer vor uns, das habe ich auch vergessen. Die können wir dann natürlich noch trainieren, weil natürlich, ah, wir können Luxus jetzt Fliegen beibringen für Flücker. Müssen wir natürlich jetzt machen, weil Jesse ist gestorben, so, Fliegen. Für Flücker, ja, passt. Fliegen ist auch einiges stärker, Freunde. Ich weiß nicht, ob es kann, es Strauchler, muss ich mal gleich gucken. Aber hier geht's erstmal nach Schleide. Holen uns, wie gesagt, hier, Dingsbums. Oder heilen uns erstmal und dann holen wir uns Blizzard, nicht Blizzard, Feuersturm und, ach komm schon, sag schon, Feuersturm und ihr wisst, was ich meine, Freunde. So, aber hier können wir noch einen Doppelkampf machen. Ist das ein Doppelkampf? Ja, ist ein Doppelkampf. Volbeat und Magnetilo. So, gegen Volbeat haben wir Fliegen und gegen Magnetilo haben wir... Komm, dran, glaub. Ich habe Angst, dass Volbeat sich wieder irgendwie mit dieser Genauigkeit... Ihr wisst, was ich meine. So. Hat er einen Crit bekommen? Der ekelhaftige. So. Wir brauchen eigentlich noch ein Training, bevor wir die Arena gehen. Ich habe Angst, Mann. Ich habe wirklich, wirklich Schiss. Ich habe Schiss, dass wir abkacken, dass ihr irgendein legendäres Pokémon oder sowas habt. Ich habe mega Schiss. Wir müssen höllisch aufpassen, Freunde. So, wir gehen jetzt erstmal in den Kaufhof, holen uns die beiden Items. So, hier noch eins höher war das, glaube ich. Ja. So, hier. Hier unten? Feuersturm, genau. Feuersturm einmal und Donner einmal. So, dann bringen wir es direkt bei... Feuersturm bringen wir Max bei für... Was? Okay, ich darf nicht speeden, weil Feuersturm könnte auch Slicer lernen. Cool. Gar nicht so schlecht, aber Slicer hat einen scheiß Spezialangriff. So, Schnüffler tun wir natürlich weg. Max lernt Feuersturm und Donner. Natürlich für Zapdos, Freunde. Die könnte uns sehr, sehr, sehr nützlich sein. Ole braucht jetzt keinen Donner. Für Scanner oder Donner? Donnerwelle brauchen wir, ne? Scanner brauchen wir nicht unbedingt. Weil wir haben keine Überreste. Scanner wäre natürlich cool, wenn wir jetzt Überreste hatten, aber haben wir nicht. Was gibt's denn hier noch Schönes? Schutzschild, Trugschlag, Bodyguard, Reflektor, Lichtschild, Reflektor. Kann Zapdos Reflektor? Ich. Aber, na egal. Hätten wir sowieso nicht gebraucht. So. Und dann nehmen wir natürlich auch noch Slime auch mit für die Arena, Freunde. Das brauchen wir natürlich dann auch noch. Ganz, ganz wichtig. Und, ja, wohin fahre ich? Wohin laufe ich hier einfach? Wir müssen natürlich jetzt zur Arena. Oh, wir müssen Jesse natürlich noch ablegen. Tut mir leid. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und die Arena werden wir in dem Part hoffentlich noch schaffen. Hoffentlich kriegen wir da keine Verluste, Freunde. Einfach nur Angst, dass wir so richtig hart abkacken. So, und dann holen wir Slimog mit rein. Jesse leider in die Rest in Peace Box. Und Slimog. Slime oder Ditto? Ich glaube, wir nehmen hier lieber Lukas mit rein, Freunde. Das ist, glaube ich, sicherer. So, und jetzt gucken wir noch, was für Items. Ne, wir gucken die Items, bevor wir den Arena-Leiter bevorstehen, Freunde. Ich glaube, das ist wichtiger. Toxin haben wir auch leider nicht sowas, ne? Das ist natürlich. Sowas brauchen wir natürlich auch. So. Den Trainer haben wir schon besiegt. So, wo lang geht's denn? Den Trainer haben wir auch schon. Schau mal, geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Oder habe ich einen Trainer jetzt vergessen? Keine Ahnung. So, ein Pokémon. Latias. Oh mein Gott. Aber gegen Latias können wir eigentlich auf Donnerwelle gehen. Er macht uns einfach mal so viel. Wir haben die Drachenklaue. Bitte reich jetzt Drachenklaue. Haben wir ein Schwein, Freunde? Haben wir ein Schwein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es ist unfassbar. Wir haben hier, glaube ich, einen Trainer vergessen. Ja, wir müssen nochmal zurück. Wir haben, glaube ich, einen Trainer vergessen. Und zwar könnten wir... Oder?
Ich meine, wir haben einen Trainer. Ich meine, ich habe zur Erinnerung, dass wir hier nochmal irgendwie einen Trainer bekommen oder sowas. Nee. Aber hier, oder? Shit, oder Lava. Ich, nee, aber da, oder? Hier müsst... Ja, hier gibt es noch einen Trainer. Aber da ging es dann nicht weiter. Genau. So. So, wir haben den Donner, Freunde. Dafür haben wir den Donner genau. Und er trifft. Und das war's für Garados. Und ich hoffe, der Arenaleiter wird nicht so starke Pokémon haben. Donner trifft wieder. Richtig geil. Und Luxus reicht Level 33. Richtig, richtig geil. Pudox können wir auch wieder mit Donner angreifen. So. Er tankt es einfach. Er tankt es einfach. Na, hier ging es nicht weiter. So. Oh Gott, Freunde. Schaffen wir den Arenaleiter oder schaffen wir ihn nicht? Ich bin aufgeregt, ich bin richtig, richtig aufgeregt, ob wir den Arena wirklich hier schaffen. Ich glaube, hier sind noch 3, 4 Trainer, die wir besiegen können, aber die machen wir. Machen wir doch, oder? Ist hier? Ne, hier nicht. Hier, so. Pokémon-Menschen arbeiten zusammen, bla 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 bla. So, 2 Pokémon sagen, okay, wir haben den Donner. Geht natürlich daneben, geht natürlich wieder daneben. Und der dritte geht natürlich wieder daneben, Freunde. Ihr sagt Klingpling auf plus 2 Spezialverteidigung, ne? Warum bin ich auf Knirsch gegangen? Aber das reicht auch so, sag ich nicht. Jetzt müssen wir mit Ole drin bleiben, weil wir hätten keinen Donner mehr auf Zapdos. So. Bummels. Fliegen. Amnesie kannst du gerne machen. Boah, das killt fast. Ich hätte jetzt auf Antikraft gehen können. Nee, okay. Gut, passt. Super, Freunde. Da haben wir die Antikraft gegen. Bevor wir aber den zum Arenaleiter gehen, werden wir uns aber nochmal heilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier werden wir... Ich glaube, das ist die letzte Trainerin. Ist das die letzte Trainerin vor dem Arenaleiter? Ich weiß es nicht. Liliep. Okay. Fliegen wollte ich eigentlich, Freunde. Ist ein Do-It. Richtig geil. Und das war's für Liliep. Skorgo. Oh, oh, oh. Haben wir was gegen Skorgo? Slice, oder? Oh mein Gott, wenn jetzt eine... Ja, nee, ne, Eissang kommt nicht. Shit, er hat auch noch minus 2 gemacht. Wir gehen auf Max. Oh, er hat Scherenmacht. Feuerschaum, triff! Oh, er hat den Quilt bekommen. Aber der Quilt hat nicht gereicht, Freunde. Kravums. Ich möchte nichts riskieren. Ich möchte nichts riskieren. Shit, das ist weiblich. Shit! Ho, zum Glück. Und Ole reicht Level 43. Und, ja, das war's. Wir gehen aber nochmal uns kurz, wie gesagt, heilen, Freunde. Und gucken mal, welche Items wir noch geben können. Damit... Ah, wir kommen damit wieder hoch. Alles klar, wir kommen damit wieder hoch. Perfekt. Wenn es da auch bleibt, Freunde, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, seid ihr genauso angespannt wie ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaffen wir den Arenaleiter, Freunde, schaffen wir ihn nicht. So, was können wir denn noch hier noch geben? Schauen wir mal, das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Citrusberry oder sagen wir... nee, Citrusberry... Haben wir doch, oder? Citrusberry haben müssten wir haben. So. Citrusberry geben. Slice lassen wir den Drachenzahn. Ole haben wir. Auf was haben wir auf Ole? Muskelband. Wir geben Max aber die Citrusberry, Freunde. Weil Max ist eher defensiv als die anderen. Ja, Holzkohle, ja, okay, komm. Prunusbeere. Haben wir noch alles? Nee, dann haben wir nichts mehr. Ich hab doch Reflektor gekauft. Können wir. Reflektor. Nee, aber das hier müssen wir ablegen, Freunde. Das hier müssen wir ablegen. Oh, das habe ich vollkommen vergessen. Und holen uns dafür, ja, Cliff rein.
Dustin dürfen wir auf gar keinen Fall einsetzen. Oh Gott, hätten wir jetzt Dustin eingesetzt, dann wäre es das für die Nuzlocke. Und, So, wir haben den, hier Dingsbums Giftschleim haben wir gefunden. Können wir es Cliff geben? Haben wir noch so Typ Steinholzkohle, Lachsrauch. Das senkt die Genauigkeit von dem Gegner. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber nee, jetzt sieht das Baby auf Max. Geh mal hier, Lukas. Flottstaub. Ja, geh mal, Lukas. Oder was war Flottstaub? Schau mal, was war Flottstaub? Was sollten wir machen? Gucken wir, ob wir noch ein paar Items bzw. VMs, TMs geben können. Ich hab so Schiss von dem Arena-Leiter, Freunde. Ich weiß, ich hab einfach so Schiss. Ableithieb. Eine Wasserattacke kann keiner. Raub, Reflekte, Rückkehr. Na. Hyperstrahl. Blizzard kann leider auch keiner. Hyperstrahl kann alle, können alle. Naja. Nee. Nee, dann werden wir so dem Arena-Teil entgegentreten, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl, wir hätten noch... Na, egal. Oh mein Gott. Werden wir den Arena-Teil besiegen, Freunde? Werden wir es schaffen? Ich hoffe es. Ich hoffe, ich... Na toll, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal. Ich bete einfach, dass wir es schaffen. Betet bitte mit mir, Freunde. Betet mit mir. So. Wo sind wir denn hier? So. So. Genau. Ist das kompliziert bis dahin, ne? Es dauert Ewigkeiten. Habt ihr schon die Frage des Tages beantwortet? Wenn nicht, Freunde, beantwortet sie auf jeden Fall. Würde mich freuen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit wem werden wir leaden, Freunde? Mit wem werden wir leaden? Scheiße, das ist schwer. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer, mit wem wir leaden sollen. Ich würde mal sagen, mit Ole. Mit unserem stärksten Pokémon, würde ich mal sagen. Und, los geht's. Ah, das ist der Ort von Erzeling. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Nun, im Gegensatz zu weit bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Wir dürfen keine Heil-Items, Tränke, Items, Bären im Kampf einsetzen. Das wisst ihr. Und genau deswegen ist es so schwer. So, was kommt, was kommt, was kommt. Psyana, oh, da sind wir mit Ole perfekt. Da sind wir mit Ole perfekt. Und es ist männlich. Das heißt, können wir euch erkillt, oder? Er ist outspeedet uns. Oh. Egal, macht nicht so viel. Oh, das war das... Komm, kill, kill. Das war das erste Pokémon. Zwei sind noch da. Oh mein Gott. Knackung! Was? Vorne Knacker und zerstört unser ganzes Team. Wir haben keine Eisattacke. Wir können aber jetzt den Max gehen, dann kriegen wir den Bedroher raus. So. Wir machen jetzt folgendes. Ich habe Angst. Wir müssen jetzt einfach immer Max mit dem Bedroher rausbekommen und gehen jetzt einfach in Lukas oder erstmal in Cliff und opfern es. Ich kann... Oh, es tankt es sogar. Ich kann nichts anderes machen, Freunde. Ich kann nichts anderes machen. Jetzt gehen wir wieder in Max. Es ist männlich, Freunde. Das ist schon mal gut. Und jetzt gehen wir in Ditto und opfern Ditto, weil... Ja. Wartet mal. Feuersturm wird resistet, oder? Wird Feuersturm resistet von Max? Freunde, ich muss mal kurz nachschauen. Ich guck mal kurz. Da, das ist ein Typ Drache, das resistet. Deswegen, es bleibt mir nicht anders. Wir müssen jetzt einfach in Lukas gehen. So, und jetzt gehen wir in Ole und jetzt hoffen wir, dass er keinen Crit bekommt. Wir gehen auf Knirsche. Oder gehen wir jetzt in Slice? Was ist stärker, Freunde? Ich glaube, Drachenklaue mit Drachenzahn ist stärker. Ich hoffe, er killt uns jetzt nicht. Drachenklaue. Schlitzer, macht nix, oder? Macht nix. So, Drachenklaue, kill! Kill, bitte! Kein Knacker, Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass wir gegen so ein starkes Pokémon antreten müssen. Hoffentlich setzt er jetzt keine Top-Genesung ein. Drachenklaue, kill es! Kill es! Nein, nicht kill es! Überleb, Slice! Slice, überleb! Überleb! Ja! Slice überlebt! Freunde, Slice überlebt! Oh mein
Gott! Vorne hätten wir den Bedroher auf Max nicht, hätten wir keine Chance gegen das Knacker. Keine. Keine einzige Chance. Max Alter mit 39. Turbo-Tempo. Oh, geile Attacke, endlich. Brüller? Obwohl, wenn sich was aufsettet. Was soll man merken, Freunde? Biss, Feuerzahn, Feuersturm, Brüller. Ich würde sagen Biss, oder? Wir haben den Knirscher auf Ding. Wir brauchen den Biss nicht unbedingt. Biss können machen wir weg. Und Max Alter Turbo-Tempo. Palim, Palim. Ja, jetzt hätten wir den Biss gebraucht. Palim, Palim. Geh mal Laxus. Komm, Laxus machst du. Ah, von Level 41, oh mein Gott. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, ein paar Laxus zu gehen. Wir gehen hier auf Donner. Wert ab. Wir bekommen den Crit. Psywelle. Bitte reich fliegen. Es reicht! Wir haben den Arenaleiter der sechsten Arena besiegt, Freunde. Oh mein, wie hieß er? Scarlet hieß er oder wie hieß er gerade? Performer Scarlet. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind immer noch am Rennen mit der Nuzlocke. Oh mein Gott. Er hat einen Knacker gehabt. Und Knacker hätten wir Max nicht und hätten wir die zwei Opfer nicht bringen müssen. Wir hätten mussten Cliff und Lukas opfern, Freunde, sonst hätten wir nicht gewonnen. Slice hat mit 8 KP überlebt. Das ist einfach zu heftig. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke reiche ich dir den Minenorden von Adam. Genau, Adam hieß er. Freunde, das war, glaube ich, unser schwerster Kampf, oder? War es unser schwerster Kampf? Dank des Minus Stärke auch nur bis es zu 6 Ohren. Das bedeutet, dass ihr alle Pokémon auf Level 70 gehorchen. Bis auf Level 70. Hier gilt bitte das noch. Was ist Thema 91 nochmal? Ist das irgendeine Stahlattacke? Lichtkanone, okay. Naja, gut. Auf jeden Fall, Freunde, bedanke ich mich fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen, Freunde. Beantwortet die Frage des Tages. Lasst einen Daumen hoch, da vergesst es nicht. Und ich sage, bis zum nächsten Part und ciao.